Hallo Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich möchte heute dieses Foto, wo du es hier vor dir sehen kannst, im kompletten Workflow entwickeln. Da gibt es so einige Dinge, die mir nicht gefallen. Ich beginne hier gerade mal mit dem Größten. Das wäre hier dieser Flair, diese ganzen Gegenstände, die hier im Wasser herumschwimmen, auch der Schwan, dieses Brett hier im Hintergrund und ganz besonders schlimm ist der Sonnenuntergang, der ist an und für sich echt top, nur eben 5 Minuten zu früh aufgenommen worden. Ich konnte es nicht anders aufnehmen, denn hinter mir stand eine ganze Schar an Menschen, die unbedingt da auf diesen Stege laufen wollten und ich konnte den Moment abpassen, da wo sich aktuell niemand auf dem Steg befand und von daher war es für mich der Moment, wo ich dieses Foto machen kann, denn die Hinteren wollten unbedingt auf diesen Steg. Okay, macht gar nichts, wir können das im Nachhinein in der Postproduktion noch korrigieren und es gibt noch so ein paar andere Dinge, wo korrigiert werden müssen, wie hier die Flecken an dem Geländer. Das Geländer fällt so ein bisschen links und rechts nach außen weg, also es war nicht hundertprozentig, der Horizont ist nicht ganz gerade. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal Schritt für Schritt mit dir hier durchführen. Wenn du meinen Newsletter abonnierst, auf meiner Webseite bekommst du das Bildmaterial zum Download gestaltet und surf auf meine Webseite und abonniere den Newsletter und dann kannst du das Schritt für Schritt nachbauen. Okay, lass uns anfangen. Als allererstes werde ich mir hier einmal das Histogramm genauer ansehen. Ich sehe, ich habe hier ein paar abgesoffene Stellen, die befinden sich hier, wo es blau aufleuchtet und ich habe auch einige ausgebrannte Stellen und zwar hier hinten in der Sonne, aber das war ganz klar, die Sonne ist natürlich am hellsten und das kann die Kamera mit ihrer Belichtungskorrektur nicht mehr ausgleichen. Ich wechsle in die Grundeinstellungen und werde mir hier die Temperatur von 5200 einmal auf 5000 absenken. Einfach nur aus dem Grund, weil es mir dadurch am besten gefällt. Die Lichter werde ich so um die 30 nach unten ziehen, gar nicht viel mehr. Denn wenn ich es ganz runterziehe, kommt zwar die Sonne besser raus, aber dann muss ich sehr stark mit den Tiefen entgegenregeln und dann habe ich sofort diesen HDR, diesen flauen, hässlichen Effekt, den ich so nicht haben möchte. Also so um die 30, die Lichter runter und die Tiefen so um die 40 bis 50 angehoben. Genauso, damit wir auch hier noch in den dunklen Stellen Zeichnungen reinbekommen und damit die mir nicht vollständig absaufen. Weiß-Schwarz lasse ich in Ruhe, werde ich mir später in Photoshop alles herausholen. Die Dynamik werde ich so ein ganz klein wenig, so um die 15 anheben. Und das war es jetzt hier schon in den Grundeinstellungen. Als nächstes wechsle ich in den Reiter HSL Farbe Schwarz-Weiß und werde wie bei all meinen Bildern die Luminanz bei Blau absenken, so um die 30. Und die Sättigung bei den warmen Tönen bei Rot, bei Gelb, bei Orange und bei Blau, so um die 23 bis 25 anheben. Okay, das war's hier auch schon. Ich gehe als nächstes in die Details, denn das Foto braucht eine gewisse Grundschärfe. Die Grundschärfe werde ich mit 80 hier reinzeichnen und auch hier werde ich den Radius und die Details vollständig in Ruhe lassen, denn in Photoshop werde ich das Ganze aufbauen. Ich werde mir noch die Maske setzen und zwar die Maske ist hier so um die 40 bis 45 am besten. Also so gefällt es mir auf jeden Fall am besten. Ich schaue mir mal das Rauschen an, aber ich denke, das Rauschen ist hier so ziemlich okay. Also wir haben ein verschwindend geringes Rauschen. Da brauche ich nichts weiter tun. Was ich aber machen werde, ist die chromatische Aberration entfernen, weil hier erkennt man es sehr deutlich, dieser lilane Saum und hier dieser grüne Saum. Den werde ich in den Objektivkorrekturen mir jetzt herausrechnen lassen, indem ich hier ganz einfach den chromatischen Aberration entfernen Menüpunkt einschalte. Lightroom hat es mir schon ziemlich gut rausgerechnet, mir gefällt es aber noch nicht ganz. Ich finde, ich habe immer noch einen ganz, ganz kleinen wenig lilanen Saum hier. Den möchte ich raushaben, deswegen wechsle ich hier auf manuell und werde mir hier die Intensität ein bisschen runterregeln. Das gleiche mache ich auch bei Grün. Okay, so ist es super, so gefällt es mir, so ist es perfekt. Als letztes wechsle ich hier in die Kamerakalibrierung und stelle das Profil von Adobe Standard auf Kamera neutral um. Okay, das waren eigentlich die Korrekturen in Lightroom. Wir haben es jetzt grundentwickelt, wir haben keine ausgebrannten Stellen mehr, wir haben auch keine abgesoffenen Stellen mehr. Alles richtig gemacht. Den Rest bauen wir uns jetzt gleich in Photoshop auf. Ich drücke die rechte Maustaste und gehe hier auf den Menüpunkt Bearbeiten in und sage dann hier in Adobe Photoshop CC 2017 bearbeiten. Das dauert einen kurzen Moment und wir hören uns dann gleich wieder.
So, in Photoshop angekommen, möchte ich als allererstes mir hier das Foto zurechtrücken. Als erstes möchte ich mich um den Horizont kümmern. Ich werde dazu die Hintergrundebene entriegeln mit dem Klick auf das Schlosssymbol, wechsle hier auf das Freistellungswerkzeug und ziehe mir hier mit dem Lineal eine Kante über den Horizont. Wenn es dann ungefähr passt, ja so, bestätige ich das Ganze hier mit dem Hakensymbol oder mit der Enter-Taste und jetzt sollte der Horizont zumindest mal der Punkt sein, wo gerade ist. Wo es natürlich noch nicht passt, ist das Geländer. Das stürzt mir immer noch sehr, sehr nach links und rechts raus. Möchte ich geändert haben. Dazu benötige ich aber ein paar Hilfslinien. Ich ziehe mir hier die Hilfslinien in das Foto rein. Und zwar an die Stelle, wo hinterher das Geländer auch gerade sein soll. Also ihr seht es ja hier ganz genau. Da fehlt jeweils ja ein ganz schönes Stück, wo begradigt werden muss. Ich werde dann hier als nächstes noch ein Lineal von oben nach unten ziehen, so damit ich jetzt auch hier sehen kann, wie die Geländer sich verhalten. Die sollen natürlich alle symmetrisch in die Mitte laufen. Ich wechsle mit STRG und T in das Transformieren-Werkzeug, gehe mit einem Links, mit einem Rechtsklick auf das Foto und sage jetzt hier perspektivisch. Mit der perspektivischen Verzerrung kann ich jetzt hier als allererstes einmal mir die Linien gerade ziehen. Und ich habe schon ziemlich gut gewonnen. Ich bestätige das Ganze mit OK. Und klar, ich habe jetzt links und rechts hier noch ein bisschen Bereiche, die, wo keine Bildinformationen mehr enthalten sind. Macht nichts, wie kommen wir hin? Ich gehe jetzt hier auf mein Crop-Tool und ziehe mir jetzt hier die Bereiche rein. Und auch den Bereich ziehe ich mir so weit. Und den Bereich ziehe ich mir so weit, bis mir der Steg als Eckenläufer aus dem Foto herausläuft, dann werde ich hier noch ein wenig nach unten das Ganze bewegen und mal mit OK bestätigen. Ich zoome mal ein bisschen näher in das Foto, damit wir ein bisschen mehr davon sehen. Okay, ich schnappe mir jetzt hier einmal das Lineal und versuche das hier so an die Kante des Geländers zu platzieren. Ja, ganz klar, hier stimmt es nicht mehr. Ich könnte jetzt hier nochmal mit STRG und T versuchen und hier mit Verformen versuchen, das Ganze noch ein bisschen auszugleichen. Ungefähr so. Ich denke, so passt das. So sollte es passen. Ich bestätige alles, schaue mir das Ganze noch einmal an und denke, ja, das ist so in Ordnung. Ja, genau so lasse ich es auch. So gefällt es mir. So ist es auf jeden Fall ausgerichtet. Der Horizont ist gerade. Die Abstände stimmen so Pi mal Daumen hundertprozentig. Also wird es natürlich nicht stimmen, schon ganz klar. Aber so reicht das für das Foto auf jeden Fall aus. Als nächstes möchte ich mich hier um die kleinen Verunreinigungen kümmern, wie hier die schwimmenden Gegenstände im Wasser, der Schwan, hier drüben das Floß. Wir haben hier diesen Lensflare, der mir nicht gefällt. Wir haben hier diesen Lichtstreifen, der mir nicht gefällt. Hier gibt es auch noch ein paar Lichtreflexe, die raus müssen. Da muss raus. Und überall dieser Schmutz muss auch raus. Dazu werde ich mir als allererstes eine neue leere Ebene machen. Und ich gehe jetzt hier auf das Bereichsreparaturpinselwerkzeug und werde mir als allererstes die Pinselgröße anpassen. Ich denke mal so, in der Stufe wird es okay sein und werde jetzt hier mal anfangen, die Bereiche zu retuschieren, die mir im Foto nicht gefallen. Jawohl, so ist schon ganz gut. Jetzt müssen hier noch ein bisschen die Übergänge unsichtbar gemacht werden. Passt schon so. Da noch. Ja, ich denke, das ist okay. Ich glaube, so kann man es lassen. Der hier muss raus. Sehr gut. Dann hier. Pinselgröße etwas verkleinern. Das muss weg. Richtig gut weg, dass es nicht mehr gesehen wird. Ja, so. Das kann man lassen. Das muss weg. Hier habe ich einen Fleck. Dann zoom mal in das Foto rein. Wir haben schon noch mehrere Sachen, die mich stören. Ja, hier. Hier genau die. Dieser Lichtreflex muss raus. Muss weg. Weg. Ja, passt. Der hier muss weg. Perfekt. Dann, was schwimmt da drüben noch so im Wasser rum? Ja, hier ist noch ein bisschen was. Und hier ist noch ein bisschen was. Hier habe ich noch einen Schmutz auf dem Geländer raus. Da weg damit. Genau so. Hier ist alles in Ordnung. Hier kann man noch ein bisschen. Das sieht auch ganz gut aus alles. Okay, ich wechsle mal auf die rechte Seite. Wie sieht es da drüben aus? Hier habe ich noch etwas, wo weg muss. Dann habe ich hier noch ganz viel, wo man entfernen kann. So, und hier auch. So, hier ist noch ein Punkt.
Da habe ich noch ein bisschen was. Jetzt kommen wir jetzt ein bisschen zum größeren Problem. Das Floß hier muss weg. Das ist sehr gut gegangen. Das muss weg. Ist auch ziemlich gut gegangen. Was mir jetzt da noch nicht ganz passt, ich möchte mit dem Stempelwerkzeug mir die Wasserkante erweitern. So, auch hier. So. So ist schon sehr, sehr gut. Den Schein hier drin, den wird niemand bemerken. Wenn doch, kann man es ja hier nochmal schnell mit dem Bereichsreparaturpinsel korrigieren. Hier oben hatte ich noch ein Flugzeug, wo entlang geflogen ist. Ist verschwunden. So, dann. Ja, hier habe ich noch ein bisschen dunklen Fleck, der gefällt mir eigentlich nicht. Der sollte eigentlich noch weg. Vielleicht brauche ich nochmal diesen Stempel. Und dieses Mal mache ich ihn ein bisschen größer. Stempel mir hier noch so ein bisschen. So, ist es in Ordnung. So gefällt es mir ziemlich gut. Ich schaue mir jetzt hier nochmal den Bereich hier im Himmel an. Hier ist noch ein Flugzeug. Ich wechsle das Werkzeug, werde das hier rausnehmen. So ist schon ziemlich gut. Oben hin war alles sauber, soweit ich mich erinnern kann. Auf der rechten Seite oben habe ich jetzt hier zwei Flugzeuge, die entlang geflogen sind. Die versuche ich jetzt hier auch noch rauszunehmen. Schon ziemlich gut. Der möchte nicht. Die wollen beide irgendwie nicht so. Ich nehme mal ein größeres Werkzeug. Jetzt sind sie weg. Okay. Ich zoome raus. So gefällt mir das. So ist es auf jeden Fall sauber. Ich mache mal einen Vorher-Nachher-Vergleich. Nein, bevor wir das machen, hier habe ich noch eine große Fläche, die verändert werden muss. Ich werde mich jetzt hier einfach einen Bereich aus von dem hier aufnehmen und so. So ist es, glaube ich, ziemlich gut. So, ich denke, so ist es in Ordnung. So gefällt es mir. Ich zoome mal aus dem Bild raus. So lasse ich das. Hier habe ich vielleicht noch so ein bisschen einen Punkt, der mich stört. Ja, wenn es dann darum geht, wird man noch 1000 Punkte finden, die einem stören. Je mehr man sucht, umso mehr wird man auch finden. Okay. Als nächstes möchte ich mich hier um die Sonne kümmern, denn die Sonne ist ja nicht hundertprozentig in der Mitte. Dazu benötige ich als allererstes wieder eine Hilfslinie. Ich werde mir die Hilfslinien mit Steuerung und H einblenden. Und die, wo ich nicht mehr benötige, ziehe ich mir einfach aus dem Bild raus und schnappe nur noch die, die ich haben möchte. Und ungefähr hier ist die Mitte. Genau. Und die Sonne ist es, wie du sehen kannst, ein bisschen zu weit links. Und das möchte ich jetzt korrigieren. Wie mache ich das? Und zwar werde ich mir jetzt hier das Lasso-Werkzeug schnappen. Das Lasso-Werkzeug werde ich jetzt hier von neue Auswahl auf Auswahl hinzufügen umstellen. Und eine weiche Kante werde ich von 0,5 Pixel wählen. Die Kante werde ich glätten und in den Modus auswählen und maskieren stellen. Bevor ich aber anfangen kann, werde ich mir als allererstes die beiden Ebenen zusammenfügen mit Steuerung Alt, Shift und E. Und werde jetzt das Lasso ansetzen. Und zwar hier, nein, das war noch nichts, hier großflächig auf der linken Seite, weniger groß auf der rechten Seite. So. Drücke dann mit der rechten Maustaste in die Auswahl und sage Ebene durch Kopieren. Und jetzt habe ich hier auf der Ebene 3 meine Sonne gelegt. Ich kann es dir zeigen, hier liegt sie. Und jetzt kann ich die Sonne einfach mit Steuerung und T nach rechts verschieben, bis sie mir so richtig schön mittig ausgerichtet worden ist. Ungefähr so. Ja, so gefällt es mir ganz gut. Ich zoome mal raus, damit ich es besser beurteilen kann. Jawohl, ist schon gar nicht schlecht. Was mich jetzt hier aber stört, ich habe jetzt hier ein paar Kanten, die wo man sieht, aber gar kein Problem. Ich maskiere mir das, gehe auf das Pinselwerkzeug, nehme mir einen Pinsel mit schwarzer Hintergrund, mit schwarzer Vordergrundfarbe und eine kleinere Pinselspitze natürlich und maskiere mir das so ein bisschen raus. So ist es schon ziemlich gut. Und dann fällt das nicht mehr auf. Okay, jetzt ist die Sonne super ausgerichtet. Das Problem haben wir hier unten noch mit den Lens Flares auch. Da gehe ich gleichermaßen vor. Wechsle hier oben auf das Lasso-Werkzeug. Drücke Steuerung und H, damit die Hilfslinie mir in der Mitte nicht mehr angezeigt wird. Und werde ganz grob hier um die Lens Flares rumzeichnen. So. Drück wieder mit der rechten Maustaste in die Auswahl, sagen wir Ebene durch Kopieren und hab die jetzt hier auf einer separaten Ebene. Bevor ich diese verschiebe, werde ich mir jetzt hier mit einem Stempel den Hintergrund hier noch ein bisschen zurechtstempeln. So, 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 so. Wir müssen die aber ausblenden, sonst werden wir nie unser Ergebnis sehen. So, so ist schon ganz gut. Jetzt kann ich die wieder einblenden, jetzt sind die wieder an der gleichen Stelle und mit Steuerung und T kann ich mir die Lens Flares jetzt auch in die Mitte bewegen.
Der untere Lensflare gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Den müsste ich jetzt hier nochmal mit verzerren. Ein bisschen so hinzerren. Ungefähr so. Okay. Auch da habe ich das Problem, dass ich jetzt eine Kante habe. Mit einer Maske bekomme ich die Kante wieder raus. Pinsel wechseln, schwarze Vordergrundfarbe und jetzt hier so leicht maskieren. Ungefähr so. Und dann fällt es niemanden auf. Okay, jetzt habe ich die Sonne begradigt. Ich habe den ganzen Schmutz aus dem Geländer, aus dem Wasser rausgeholt. Ich habe das Bild begradigt und die stürzenden Linien entfernt. Ich zeige dir nochmal, wie es aus Lightroom rauskam. So kam das Foto aus Lightroom und so sieht es jetzt aus. Und als nächstes möchte ich mich jetzt hier um den Bildlook kümmern. Zuallererst werde ich jetzt aber hier diese ganzen Ebenen zusammenfügen in eine Gruppe. Und die Gruppe nenne ich einfach Retusche. Ich brauche eine neue Ebene. Und zwar, die bekomme ich wieder mit STRG, ALT, SHIFT und E. Und beginne mir jetzt hier in Aktion meine Luminanzmasken in das Foto reinrechnen zu lassen. Dauert wieder immer einen kurzen Moment. Sobald die Luminanzmasken reingerechnet worden sind, wechsle ich hier auf die Kanäle und werde mir als allererstes die Lichter 2 maskieren. Klicke hier auf Ebene 5 und hole mir hier eine Gradationskurve drauf. Ich ziehe jetzt hier die Lichter ein bisschen nach unten. Vorher möchte ich jetzt hier nochmal reinzoomen, damit wir auch sehen, was wir tun. Ich werde jetzt hier alles ein bisschen abdunkeln. Und im Rotbereich ein bisschen aufhellen. Jawohl, wow. Und hier im Blaubereich auch ein bisschen heller machen. Ja, genau, so gefällt es mir. Danach gehe ich wieder auf die Ebene 5, auf die Kanäle und werde mir hier die Tiefen 4, ja, vielleicht sogar die Tiefen 3. Ich werde die Tiefen 3 schnappen, ja genau. Gehe wieder auf die Ebene 5 und wieder auf die Gradationskurve. Und werde mir hier die Tiefen ein ganz klein wenig aufhellen. Nicht viel, aber ein bisschen ungefähr. So. Zum Schluss werde ich wieder auf die Ebene 5 klicken und dann noch einmal in die Kanäle gehen und dann die Mitteltöne. Mitteltöne 1 anwählen. Photoshop jammert. Ich bestätige das Ganze mit OK und ignoriere das Gejammer. Gehe hier auf die Ebene 5 und noch eine Gradationskurve und werde mir jetzt hier den Kontrast in dem Bild aufbauen. So. Jawohl. So gefällt es mir schon ziemlich, ziemlich gut. Ich wechsle noch einmal auf die Ebene 5 und gehe jetzt hier auf die Farbbalance und versuche hier die Farbstimmung noch ein bisschen anzupassen. Ja, so. So ist es nicht schlecht. Okay, das war der Farblook. Ich werde wieder alle Ebenen mal zusammen markieren und in eine Gruppe packen. Die Gruppe benenne ich jetzt hier einfach Bildlook. Ich brauche wieder eine neue Ebene, STRG, ALT, SHIFT und E und werde dann in den Kamera RAW Filter wechseln, hier oben auf Filter, hier habe ich den Kamera RAW Filter und werde mir jetzt hier noch den Feinschliff machen, indem ich die Lichter ein bisschen nach unten ziehe, die Tiefen ein bisschen nach oben, dann Weißpunkt mir ein bisschen neu reinrechnen lasse und den Schwarzpunkt, damit wir ein bisschen Brillanz reinbekommen, jawohl, den Kontrast ein bisschen anheben, sehr schön. Die Klarheit hochballern, ja, und die Dynamik auch noch ein bisschen nach oben und bestätige das Ganze mit okay. Ja, so gefällt mir das Foto schon sehr, sehr, sehr gut. Ich finde, wir sind fast fertig, wir müssen es nur noch ganz kurz schärfen. Schärfen tun wir auch über die Aktionen. LAB Schärfe 1. Mittlerweile weißt du ja, wie du sie bekommen kannst. Ich blende dir oben nochmal einen Link ein zum LAB Schärfen. Dauert wieder ein bisschen, bis alles berechnet worden ist. Ich werde mir jetzt hier einfach die Tiefen ein wenig rausziehen, sodass nicht mehr allzu viel im Wasser vorhanden ist. Genau. Und hier ein bisschen die hellen Bereiche reinrechnen lassen. Bestätige das Ganze mit OK. Klicke hier auf Kitea LAB Schärfe 2 und wähle mir jetzt hier die Stärke auf 202, also so um die 200% nach oben rechnen. Radius ungefähr um die 2,5 Pixel. Mit STRG H blende ich die Ameisen aus. Zeigt ja, wie es vorher ausgesehen hat und nachher. Ja, vielleicht sind 2,4 Pixel zu viel, 1,5 oder 1 Pixel reichen da bestimmt auch. Ja, würde sogar mal sagen, 1 Pixel reichen auch. Bestätige das Ganze mit OK. Schärfen ist fertig, das Foto ist fertig. So lassen wir es. Und ja, das war's. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Ach ja, noch was ganz kurz. Ich möchte noch auf was hinweisen. Und zwar seit 1. März gibt es eine Kitea-Member-Facebook-Gruppe. In der Gruppe kannst du deine Fotos posten. In der Gruppe werden deine Fotos bewertet. Also können bewertet werden, müssen nicht. Man kann darüber sprechen, was man besser machen kann. Du kannst die Fragen über die Fotografie stellen oder auch Fragen über die verschiedenen Techniken stellen. Kein Problem. Ich surfe auf meine Webseite.
melde dich an als Member, dann wird dir der Gruppenname angezeigt, dann kannst du dich registrieren an der Gruppe. Ich würde mich freuen, wenn ich dich da begrüßen dürfte, wäre echt cool. Ja, und das war's jetzt von mir. Ich finde, das Bild ist ziemlich gut gelungen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button, nie wieder ein Video von mir verpassen. Besuche mich auf Facebook, die URL befindet sich in der Videobeschreibung. Wenn du mich unterstützen möchtest, teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.